Hallo meine Lieben, hier ist Lino Schmid mit meinem ersten Einnahmenreport. Was habe ich letztes Monat brutto eingenommen? Diese Zahlen möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Aber vorher noch eine kurze Werbeeinschaltung von unserem Werbepartner der Zweig App. Erlebe und steuere mitreißende Hörspiele mit der Zweig App. Alles, was um dich herum passiert und dein Android-Gerät messen kann, wird deine nächste Entscheidung beeinflussen. Laufe, schlage oder schreie, um die Geschichte zu verändern. Vielleicht hilft manchmal sogar ein Lächeln. Hol dir jetzt die Zweig App im Google Play Store. Diese und weitere Nachrichten gibt es auch auf unserer Internetseite www.linusschmid.at und in unserer Zweig App. Und damit gebe ich zurück ins Studio. So, der erste Punkt ist Google AdSense. Damit habe ich letztes Monat 0 Euro verdient. Ich verwende es nämlich noch nicht. Ich habe aber vor, es für meine Internetseite www.linusschmid.at zu verwenden. Mit Google AdSense kann man Werbung in Internetseiten einbauen und für Klicks darauf dann ein bisschen Geld bekommen. Noch habe ich dafür aber zu wenig Besucher. Dann kommen wir zu einem ähnlichen Thema, nämlich Google AdSense auf meinem YouTube-Kanal. Hier habe ich im letzten Monat 0 Euro verdient. Ich bin nämlich noch kein YouTube-Partner. Um YouTube-Partner zu werden, muss man mindestens 1000 Abonnenten haben und im letzten Jahr 4000 Minuten Wiedergabezeit gehabt haben. Ich habe momentan nur 12 Abonnenten und im letzten Jahr hatte ich ca. 850 Minuten Wiedergabezeit. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Gut, kommen wir zu den Affiliates. Ich bin in einem Affiliate-Programm mit meinem Internetanbieter World4U. Damit habe ich bisher 0 Euro verdient. Dann habe ich vor einiger Zeit Hip-Hop-Musik produziert oder selbst gemacht und ein Album davon, das Album 07 und eine Single, die Single Geister, verkaufe ich auf der Musikplattform Freshtunes und damit habe ich bisher 0,05 Euro verdient. Jedoch gibt es einen Mindestauszahlungsbetrag von 25 Euro. Mein Hörspiel Reitwang werde ich über die Musikplattform Fire veröffentlichen. Da gibt es bis jetzt noch keine Zahlungen, weil zum jetzigen Zeitpunkt das Hörspiel noch nicht veröffentlicht ist. Hier gibt es einen Mindestauszahlungsbetrag von 25 Euro. Jedoch muss man für jede Auszahlung auch 2,50 Euro Gebühren zahlen. Außer man lässt sich mehr als 250 Euro auszahlen. Dann kommen wir zu Admob. Bei Admob habe ich momentan ein Guthaben von 6,52 Euro. Bei Admob bekommt man Geld, wenn man Werbung in Apps einbaut. Der Mindestauszahlungsbetrag liegt hier aber leider bei 70 Euro. In meiner aktuellen App Zweig verwende ich Werbung. Hier gibt es aber noch zu wenig Nutzer. Das meiste von diesen 6,52 Euro wird also von einer alten App kommen. Wahrscheinlich die App zum Stadtwanderweg 1a, das war Wanderleo. Auf Google Play habe ich im letzten Monat 15,77 Euro verdient. Diese 15 Euro kommen zu 100% aus der Wander-App Wanderwege Wien. Die Wandersaison ist im Frühjahr und im Herbst. Diese 15 Euro sind dann schon ein Maximalbetrag, der zu erwarten ist. Kommen wir jetzt zu den passiven Einkünften, also Dividenden und P2P-Kredite. Hier liegen meine Einnahmen im letzten Monat bei 0 Euro. Ich besitze keine Aktien und habe auch nicht in private Kredite investiert. Gut, ich hoffe, dieses Video hat euch gezeigt, wie sich mein Einkommen entwickelt. Ich habe also insgesamt 22,34 Euro brutto eingenommen. Mein Plan ist es jetzt also, diese einzelnen Punkte noch zu erhöhen oder mit einzelnen erstmal anzufangen. Und wenn alles gut geht, mache ich irgendwann in den nächsten Monaten wieder so ein Video mit hoffentlich höheren Beträgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendein Feedback, Wünsche oder Ideen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich wäre super dankbar dafür. Ich lasse mich auch immer gerne davon inspirieren, was ihr schreibt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!